Die Stadt benötigt mehr Arbeitskräfte. Die werden dadurch kommen. Und wir haben auch schon den ersten Stahl. Wir haben Holz. Wir haben alles in Massen da. Es ist alles gut. So ist gut. Geschwindigkeit runterdrehen. Gucken wir erstmal nach den Ahnen. Sie fühlt sich vernachlässigt. Sie bekommt jetzt erst einmal Hanf. 6 Ballen. Ist wieder zufrieden. Essen ist genug da. Das heißt, die Märkte müssten jetzt auch schon appetitanregende Nahrung haben. Wunderbar. Wir kümmern uns um weitere Attraktivität. Frohes neues Jahr. Wir feiern. Guti. Das läuft soweit. Eine weitere Hanffarm würde ich jetzt noch bauen. Einmal mit Hanffeldern. So. Okay, und dann können wir auch schon für Papier sorgen. Papier kann in den Stadtmauern hergestellt werden. Solange die Mauern nicht überflutet werden, ist alles gut. Und wir brauchen die Papierindustrie. So, einen Inspektorenturm mit dazu. Dann brauchen wir auch noch ein weiteres Lagerhaus, in das dann bitte Papier eingelagert wird. Bis zu 16. So, und dann müssten wir auch schon mit Seide beginnen. Ansonsten wird es tatsächlich schwierig. Fangen wir hier oben an, Seide zu produzieren. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, das wird sehr knapp. Aber ist okay. Straße mit ran. Wir können uns ein bisschen Verlust leisten. Wenn wir erstmal selber Seide produzieren, dann geht das. Sperre mit hin. Euch geht's noch gut. Und wir brauchen dementsprechend natürlich unsere Webereien. 2 Stück reichen erstmal. Müssen wir bloß die ganzen Seidenproduzenten haben. Beziehungsweise dann auch noch Lagerhäuser, die Seide einlagern. Nichts annehmen außer Seide. Bis zu 16. Und Lackwaren bis zu 16. Obwohl, das war verkehrt. Weg damit. Das Lagerhaus kommt lieber hier unten mit hin. Ich habe Angst, dass das sonst kaputt geht. Seide bis zu 16. Lackwaren bis zu 16. Wieder einer tot. Ja, was kuschelt ihr auch mit denen rum? Mal ganz ehrlich. Gut, dann haben wir jetzt noch genügend Arbeitslose, werden noch für Waffenschmieden sorgen. Zwei Stücke reichen erstmal. Dann werden wir hier Platz für Waffen schaffen. Das heißt, Holz bitte nicht mehr ganz so viel einlagern. 12 reicht, 12 Stahl ebenfalls. Und Waffen kommen nochmal 8 mit rein. Guti, dann können wir an Nia vielleicht auch Waffen verkaufen. Jetzt aktuell haben wir nicht mal mit Jang'an eine Handelsroute. Luoyang ist ja immerhin die neue Handelsroute, wollte ich gerade sagen, die neue Hauptstadt. Das heißt, da wird noch einiges laufen.
Hier könnte auch noch ein bisschen was genutzt werden als Anbaufläche. Gerade eben auch mit Seide. Wäre es gar nicht verkehrt. Fest in Yangzhou. Wir sollen Lackwaren mit hinschicken. Ich kann gar keine Lackbäume anpflanzen. Wenn, dann müsste ich Lack im Prinzip importieren. Aber das tue ich noch nicht. Aber es wäre noch eine Möglichkeit, ja. Nee, wäre es nicht. Wo ist ein Fest? Yangzhou. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Kümmert euch selbst drum. Sobald ich Waffen habe, werde ich jetzt auch erstmal das vorbauen. Unser allererstes. Das könnte sogar hier oben stehen. Aber es ist natürlich nicht attraktiv genug. Das kommt hier oben mit hin. Ausländischer Abgesandter trifft ein. Nia fordert eine Allianz. Anschließen. Na hallo, Nia. Freut mich. Die kaufen Holz, Kohl und Seide. Die verkaufen Salz, geschnitzte Jade und Papier. Das ist schön. Endlich mal jemand, der Papier verkauft. Aber okay, wir können zumindest Holz verkaufen und... Das würde sogar auf dem Fußweg passieren. Ja, dann stellen wir den Händler hier unten mit hin. Wobei, hier ist er sehr nah am Wasser dran. Das wäre ungünstig. Nehmen wir mal die Mauern weg und bauen hier den Händler mit ran. Nochmal zurück. So. Sperre mit ran. Und ein weiterer Inspektorenturm. So, dann können wir schon mal Holz verkaufen. Das ist okay. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Seide, Kohl. Ja, werden wir später auch verkaufen. Jetzt würde ich Seide erstmal stapeln. Wir müssten jetzt auch so langsam Papier bekommen, das wir dann an unsere Steuereintreiber bringen. Jetzt kommt erstmal jede Menge Hanf. Die Papiermühlen mühlen noch. Der erste Steuereintreiber ist da. Da ist der zweite. Wobei ihr noch nicht mal Nahrung bekommt und Steuern zahlen könnt, das wird sich jetzt aber so langsam regulieren. Wir brauchen einen Nahrungsmittelmarkt, der bitte appetitanregende Nahrung ausliefert. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viele Arbeitslose, das geht also, die brauchen wir also. Attraktivität kommt mit dazu. Und Kohl fehlt. Ja, Kohl wird gerade angebaut, beziehungsweise gleich abgebaut. Alles ist gut. Ihr habt das erste Mal Waffen bekommen. Oh, da bin ich glücklich. Wir haben also die Möglichkeit, uns auch gegen unsere Feinde zu behaupten. Das ist schon mal schön. Bauen wir nachher gleich den Palast. Wo ist er? Da. Passt hier auch perfekt hin. Und braucht 30 Angestellte. Benötigte Mitarbeiter. 8 Stück. Völlig okay. Damit kann ich leben. So, Kohl wird gebracht. Fest in Yangzhou. Ah, Yangzhou wird nicht ganz so glücklich sein, dass wir denen nichts geben können. Es tut mir leid. Habt ihr nicht verdient? Da seid ihr jetzt selber schuld. Hättet ihr mich nicht ärgern sollen. Hier kommt noch ganz viel Kohl angefahren. Super. Unser Inspekteur muss gar nicht so weit laufen. Wir können jetzt auch mehr annehmen. Ich würde sagen, wir nehmen mehr Fisch an. Und Kohl oder Sojaquark. Mach mal Sojaquark. So, dann ist alles voll. Frohes neues Jahr, wir feiern. Schon ist kein Kohl mehr da. Da ist er wieder.
Das, was am wenigsten vorhanden ist, das wird andauernd beim Fest tatsächlich verscherbelt. Ist ja unglaublich. So, das erste Mal wird Holz verkauft. Importieren könnten wir geschnitzte Jade oder Salz. Brauche ich alles nicht. Völliger Blödsinn. Bin erstmal froh, dass wir hier weitere Arbeitskräfte bekommen. Haben jetzt auch nochmal für ein wenig Attraktivität gesorgt. Das ist auch schön. Bauern verlangen Lohnerhöhung. Toll, jetzt haben wir noch mehr Arbeitslose. Wie ungünstig. Gucken wir mal, ob wir jemandem was spenden müssen. Du fühlst dich vernachlässigt, dann bekommst du jetzt nämlich das erste Mal Seide. Obwohl, da warte ich noch, bis wir einen weiteren Seidenballen haben. Dann werden wir ihr gleich 6 geben. Ja, und dann brauchen wir jetzt noch ein paar Leute. Weiß jetzt gar nicht mehr, wohin mit meinen ganzen Residenzen. Die müssen dann hier oben links stehen. Geht nicht anders. Ich habe keinen Platz. Dann bauen wir hier unten nämlich noch unser ganzes Anbaugebiet mit hin. Seidenraupenhütten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Passt nicht. Eins, zwei, drei, vier. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Eins, zwei, drei. Maulbeerbäume. Wunderbar. Dann die Webereien. Eine Sperre, dass der Inspekteur nicht überall langläuft. Und alles ist gut. Wir haben noch sehr viele Arbeitslose. Wir können noch mehr Stahl produzieren. Dann sollten wir unseren Tempelkomplex hier auch mit hinstellen. Gucken wir mal. Boah, doch, der ist ziemlich groß. Der muss hier unten stehen, anders geht's gar nicht. Yangzhou schätzt sie weniger. Passiert. Ja, hier muss er stehen. Da ist noch Wald im Weg. Guti. Hier wird jetzt Holz benötigt, das kann nach und nach produziert und hingebracht werden. Wir könnten noch mehr Holz abbauen. Ja, das wäre die Idee. Wir brauchen auch noch weitere Holzfäller, anders geht's gar nicht. Mit all dem, was wir verkaufen und selber brauchen, dann auch für die Produktion. Sammelstelle, noch einen weiteren Inspektorenturm. Okay, und jetzt seid fleißig, tut was für euer Geld. Wir bekommen jede Menge Seide. Es gibt auch genügend Papier. Also das ist ausreichend vorhanden. Wir wissen schon gar nicht mehr, wohin damit. Wunderbar für uns. Das heißt, wir können Papier sogar verkaufen. Dann machen wir jetzt eine Handelsroute nach Jiangnan. Bieten denen Geld. 1000 Münzstränge. Speichern unter LP025. Und geben euch auch noch Seide mit. Verkauf an Nia. So, nach Kashgar haben wir auch weiterhin noch einen Verkauf offen. Das heißt, auch da bauen wir schon mal unsere Handelsroute hin. Wir verkaufen Seide, an euch allerdings teurer, für 300 das Stück. Und Lackwarentee, Salz, ja, nee, das war's. Guti. Ja, braucht Waffen. 9 Monate Zeit zur Erfüllung.
Ihr seid witzig. Witzig, witzig, witzig. Du bekommst jetzt erstmal Seide geschenkt. 6 Ballen, bitteschön. Bist begeistert, kommst in die Stadt. Jagst uns bitte Salamander, Fische, Seigerantilopen und alles, was es so gibt. Die Leute fahren mit der Fähre hin und her. Man kann noch weitere Fischer mit hinstellen. Das Monument könnte tatsächlich überflutet werden. Müssen wir mal gucken, ob das passiert. Gott, wird hier viel verbaut und gemacht und getan. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber es war tatsächlich zu erwarten. Vielleicht sollten wir unsere Handelsposten doch weiter unten errichten. Obwohl wir hier jetzt auch Seide oben brauchen, das ist schon völlig richtig. Wir warten jetzt auf die Reaktion aus Chang'an, um weiter Papier zu verkaufen. Chang'an dankt Ihnen für das Geld. Sehr schön. Dann bitte ein Handelsabkommen. Ja, die brauchen Papier. Wunderbar. Ihr seid jetzt komplett ausgebildet. Das heißt, die restlichen Waffen werden alle hier jetzt eingelagert. Immerhin. Dann haben wir unsere Ruhe. Es blitzt draußen, ich sehe es schon. Also nicht im Spiel, aber draußen vor der Tür. Es wird eine Weile dauern, die ganzen Waffen zu produzieren, die die brauchen. Ich baue mal noch eine Waffenfabrik mit hin. Kann erstmal dort oben stehen, auch wenn ich glaube, dass sie eingerissen wird, aber dann ist das halt so. Hauptsache, wir bekommen schneller Waffen ran. Bei all dem, was wir an Stahl produzieren, ist es echt Wahnsinn. Ja, für Papier werden wir den Handelsposten auch woanders mit hinstellen. Sperre damit hin. Bin ich allerdings am Überlegen, wo. Müssen wir hier oben mit hinsetzen. Sperre besteht ja bereits. Jetzt fehlen die Zimmerleute. Na, die können wir ja schon mal bauen. Zimmermannsgilde ist nicht verkehrt, aber ich werde erstmal eine Reihe lang ziehen, um hier die ganzen Leute mit hinzusetzen. Handel mit Chang'an eröffnet. Wunderbar. Frohes neues Jahr, wir feiern. Okay, null Arbeiter nötig. Wir brauchen wieder neue Leute. Wir brauchen Hanf, unbedingt. Aber es ist ja noch genügend Hanf da, das ist okay. Dann kommt jetzt der Hanfladen mit hin. Benötigte Mitarbeiter, ganz klar. Und wir brauchen unseren Handelsposten, um den wir uns ja grob schon einmal gekümmert haben. Ach Gott, ist auch noch per Schiff nach Chang'an. Ja. Nia braucht weiter Waffen. 9 Stück. Nia schenkt geschnitzte Jade. Später. Geschwindigkeit mal ganz kurz runterdrehen. Ich habe gerade was vor. Muss hier ein bisschen umgestalten. Tu doch nicht. Weißt du, was du machen kannst? Du kannst mir schon mal ein Tier sammeln. Bitteschön. So. Chang'an, Handelsposten, kommt damit ran. So, und dann Papier verkaufen. Wunderbar, brauchen wir sonst noch irgendwas?
Gerade eben auch an dieser Stelle wollte ich jetzt ein Lagerhaus errichten, um dort geschnitzte Jade erstmal unterzubringen und es dann gewinnbringend zu verkaufen. Ach, das können wir auch hier unten mit hinstellen. Nichts annehmen außer geschnitzte Jade. Reicht auch, wenn du das bis zu 16 annimmst. Und wir brauchen noch unsere anderen Gebäude. Aber dafür warten wir jetzt erst einmal auf weitere Arbeitskräfte. Sonst wird's zu unangenehm. Ja, schenkt geschnitzte Jade. Dankeschön. Ich hoffe auch ausreichend davon. Das wäre schön. Sehr gut. Wir haben also das erste Mal Hanf verkauft. Werden jetzt noch ganz viele Arbeitskräfte bekommen. Ui, gleich 12. Das ist eine ganz schöne Menge. Dankeschön, Nia. Ihr seid noch erfreut. Ich kann euch mal irgendwas schenken als Danke, um euch zu zeigen, wie sehr ich euch liebe. Oder so. Wäre eine Möglichkeit. Waffen sind jetzt auch mehr da. Aber wir sollen 9 schicken, nicht 7. Also fehlt noch ein bisschen was. Dann sagen wir mal weniger Holz. Mehr Waffen. Wir brauchen immer noch ganz viele Arbeitskräfte. Bin erstmal froh, dass wir ein Fort schon mal voll haben. Wir können auch ein zweites bauen, aber leider ist das im Moment nicht so ratsam. Wir speichern mal lieber unter LP04 und sehen uns im nächsten Part wieder. Bis gleich.